Moin, liebe Freunde des CNC-Fräsens. Heute führe ich Prüfungen und Messungen an den Paulimot-Niederzug-Schraubstöcken durch. Zunächst mache ich das auf der Maschine und anschließend gehe ich dann auf die Hartgesteinsplatte. Die Messungen waren unter anderem auch ausschlaggebend dafür, dass ich eine Adapterplatte geplant habe und auch die werdet ihr noch in diesem Video sehen. Bei der Messuhr handelt es sich um eine 2000stel Messuhr, also ein Teilstrich ist 2000stel Millimeter. Ich prüfe zuerst die Auflagefläche und da seht ihr schon, die ist super gut. Also das ist schon wirklich klasse und damit ist natürlich auch zu sehen, dass die Achse bei mir recht gut ausgerichtet ist. Die Abweichung beträgt etwa 1 bis 2 Tausendstel Millimeter. Bei diesem Schraubstock beträgt die Abweichung in der Rechtwinkligkeit ein gutes Hundertstel und bei dem zweiten Schraubstock, da waren es so 2-3 Tausendstel. Mit einem Haarwinkel konnte ich bestätigen, dass die feste Backe oben etwas absteht. Wenn ich eine Hundertstelfolie unten bei dem Winkel beipacke, dann sieht das schon ganz gut aus, recht gleichmäßig der Spalt. Und bei einer 300 mm Folie, dann ist der Spalt schon riesig. Ich will jetzt mal schauen, wie es mit der Parallelität von den Paulimot Niederzugschraubstöcken aussieht. Ich habe ein Messstativ mit einer Feineinstellung am Fuß. Das lässt sich recht exakt einstellen bei der Tausendstel Uhr. Also ein Teilstrich sind 2000 mm. Ich versuche die jetzt mal auf 0 zu stellen. Ja, passt schon so einigermaßen. Und fahre jetzt einmal den Weg hoch. Ja, da tut sich nicht viel. Also von der Parallelität her sieht das schon richtig gut aus. Da tut sich fast nichts bei diesem Schraubstock. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie sieht es mit dem zweiten Schraubstock aus? Ich nehme den mal zur Seite. Nehmen wir meinen zweiten Schraubstock. So, die Höhe lasse ich so eingestellt und fahre jetzt mal hier ran. Ja, man sieht schon, das sind 44 Tausendstel, also ein bisschen mehr als 400stel Höhenunterschied. Also die sind auf jeden Fall nicht gleich. Gucken wir mal, ob er sonst parallel ist. Ja, sieht auch sehr gut aus. Also da tut sich nichts. Ich kann auch noch mal gucken, wenn ich ihn drehe, wie es dann aussieht. Aber ich denke, das wird auch gut sein. Also das passt schon ganz gut. Parallel sind sie beide, aber es gibt einen Höhenunterschied. Nur das bedeutet, wenn man beide gleichzeitig verwendet, muss man unterlegen oder eine Adapterplatte bauen, die diesen Höhenunterschied berücksichtigt. Ich habe beide Schraubstöcke nebeneinander gestellt und wir gucken uns die feste Backe an. Ich habe es auf 0 eingestellt. Man sieht, wie der Zeiger wackelt, also die Oberfläche ist sehr rau. Deutlich rauer als die von diesen Planflächen. Aber hier tut sich jetzt auch nicht viel. Das ist, ja, es springt ein paar Tausendstelchen, aber insgesamt ist das schon sehr gut. Jetzt die Frage, ist die zweite Backe genauso hoch? Eindeutig nein. Also wir sind jetzt bei 0,2, 0,28 Millimeter. Also die Backe ist hier 0,28 Millimeter höher. Also der Abstand passt also auch nicht so genau bei beiden. Und jetzt gucken wir, wie es bei der aussieht, bei dieser Backe mit der Parallelität. 8,2 sind wir da und es geht jetzt hier
Und ja, ungefähr ein Hundertstel, was jetzt hier unten weniger ist. Und dieses Hundertstel, was wir jetzt hier sehen, das konnte ich ja auch schon feststellen mit dem H-Lineal. Also hier können wir unten ein Hundertstel beipacken, damit es ganz exakt passen würde. Gucken wir uns die Längsrichtung noch an. Das sind dabei 8,2, also 82. Und gehen jetzt hier rüber. Ja, es bleibt bei 82, also in der Richtung passt es sehr gut. So, sieht es beim zweiten Schraubstock aus. Also da sind wir bei 0. Ja, Zeiger zappelt so ein bisschen. Ja, vielleicht ein halbes Hundertstel in dieser Richtung. Ich habe jetzt mal ein Endmaß hingestellt, also mit einer Top-Oberfläche. Und dann wird er sehen, dass der Zeiger dann ganz ruhig bleibt. Nicht eben wie beim Schraubstock bei dieser grob geschliffenen Fläche. Also ich fahre mal rüber und da merkt man, da tut sich gar nichts am Zeiger. Also der ist wie festgetackert. Also da merkt man einen Riesenunterschied in der Oberfläche. Der Lichtspalt am H-Winkel ist unten deutlich größer als oben. Das heißt also, dass hier der Schraubstock hier oben etwas vorsteht. Und hier habe ich jetzt mal eine Hundertstel Millimeter Folie untergelegt oder zwischengelegt, besser gesagt. Dann sieht man, dass er hier schon ein bisschen weiter hoch geht, der Spalt. Und wenn ich jetzt eine 300stel Folie hier einlege, dann ist der Lichtspalt schon recht breit. In Fusion habe ich eine Adapterplatte geplant. Dafür gab es zwei Gründe. Der erste Grund war natürlich die Maßabweichung. Das heißt, ich kann jetzt in dieser Adapterplatte berücksichtigen, dass eine Fläche tiefer gemacht wurde als die andere. Also es war ja ein Höhenunterschied von 44.000stel. Das habe ich jetzt auf dieser Seite berücksichtigt. Die wird halt eben diese, oder bei mir wird es jetzt 40.000stel, also 400stel fräsig das tiefer als diese Seite. Und der Unterschied von der festen Backe, der wird auch berücksichtigt, und zwar hier vorne an diesem Anschlag, an dieser Anschlagfläche. Die ist jetzt um 0,28 mm gegenüber der nach hier oben versetzt, damit es auch in dieser Richtung passt. Der zweite Grund ist der, dass sich das gegenseitige Ausrichten damit auch erledigt hat. Also ich schiebe den ersten Schraubstock dagegen und den zweiten Schraubstock dagegen. Und damit sollten die zueinander ausgerichtet sein. Zum Spannen der Schraubstöcke habe ich Exzenderspanner vorgesehen. Also seht ihr hier zum Beispiel einen. Und diese Exzenderspanner würden dann den Schraubstock gegen diese Anschlagflächen gegendrücken. Da ich bisher auch noch keine Erfahrung habe mit dem Exzenderspannern, habe ich zusätzlich noch im 8-Gewinde vorgesehen. Und da können dann Spannplatzen verschraubt werden. Hier diese anderen Löcher, das sind Durchgangsbohrungen für M6. Damit wird die Adapterplatte auf dem Maschinentisch befestigt. Die Adapterplatte werde ich aus Stahl fertigen, also C45. Leider hat die geschliffene Platte diesmal ein paar Oberflächenfehler, aber das ist nicht weiter schlimm. So, ihr Lieben, das war's für heute. Im nächsten Teil zeige ich euch das Kamm im Fusion und ihr werdet jede Menge Späne sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!